Herzlich willkommen bei Kamananda ganzheitlich. Heute möchte ich nochmals zwei, drei Worte sagen über das Leaky Gut-Syndrom und natürlich auch ersetzen diese Videos hier keinen Arzt oder Heilpraktiker besuchen. Ich übernehme keine Verantwortung für die Inhalte. Also ein Leaky Gut-Syndrom, was mir halt immer wieder begegnet, immer wieder seit vielen, vielen Jahren, ist folgendes Bild. Ich zeige das mal hier in die Kamera. Hier. Das ist eine Untersuchung über das Blut, über Nahrungsmittelunverträglichkeiten im Sinne von Immunglobulin G4-Unverträglichkeiten. Ich lese gleich auch noch aus einem Buch was hierüber vor. Wir sehen hier, das ist das glutenhaltige Getreide. Hier. Und wir sehen hier voll Roggen, Weizen, Gluten, Dinkel und sogar etwas der Hafer. Hafer hat auch manchmal noch etwas Glutenreste enthalten. Also der Patient hier, Ende 30, hat hier eine vollständige Glutenunverträglichkeit im Sinne der Immunglobulin G4-Unverträglichkeit. Also keine echte Zöliakie, muss ich immer dazu sagen. Und auch hier die Eier. Hier eine Unverträglichkeit auch bis überschießend hinaus. Und auch das Casein hier, das Milcheiweiß ist es dann häufig, eben, wo hier die Leute reagieren. Also immer wieder das Gleiche. Glutenhaltiges Getreide, Eier und Milchprodukte. Deswegen sage ich auch häufig, dass das gemieden werden sollte. Und ich lese hier mal aus einem Buch etwas vor, noch, was ich meinen Patienten oft vorlese. Aus einem Buch, die 8 Antikrebsregeln, Darm, Gesundheit und Krebs. Es ist nicht nur wichtig, dass Lebensmittel die richtigen Inhaltsstoffe enthalten. Die Nahrungsbausteine müssen auch entsprechend im Darm aufgenommen werden. Zugleich kommt dem Darm bei der Ausscheidung unerwünschter oder giftiger Substanzen eine wichtige Funktion zu. Leider gibt es auch Nahrungsbestandteile, die nicht nur die Arbeit des Darms beeinträchtigen, sondern ihn auch richtig gehend schädigen können. Und diese Nahrungsbestandteile, die verursachen Lücken zwischen den einzelnen Darmzellen und zerstören so die Darmwände. Und einer der Stoffe, der am stärksten an diesem Prozess beteiligt ist, ist das Eiweißklebstoff Gluten hier. Aber auch Eier und Milchprodukte sind hier beteiligt. Über den löchrig gewordenen Darm, also das Leaky Gut-Syndrom, das wir hier sehen in diesem Bild, das ist ein Leaky Gut-Syndrom, gelangen halbverdaute oder unverdaute Lebensmittelbestandteile in den Blutkreislauf und lösen Immunantworten aus im Sinne von Immunglobulin G4. Das ist dann das Gedächtnis und das Immunsystem reagiert auf diese Proteine, wie als ob diese Proteine einen Fremdkörper darstellen, weil sie eben schlecht verdaut werden, schwer verdaut werden und dann halb verdaut quasi in den Blutkreislauf gelangen und der Körper nicht so richtig weiß, was er mit anfangen soll. Und dann wird das attackiert vom Immunsystem und das ist dann ein ganz großes Problem. Und weil dadurch nahezu jede Nahrungsaufnahme zu einer entzündlichen Reaktion führt, bei der das Immunsystem die eindringenden Nahrungsbestandteile abwehren muss, und das sehen wir hier in diesem Laborbild, das sind dann die Immunreaktionen, wird das Immunsystem so belastet, dass es kaum mehr gegen unerwünschte Zellen im Körper vorgehen kann, wie zum Beispiel Krebszellen, die da im Körper auch entstehen jeden Tag und die vom Immunsystem beseitigt werden. Wenn der Betroffene mehrmals am Tag ist, führt dies zu einer permanenten Entzündungsreaktion, was das Wachstum von Krebszellen erleichtert. Und natürlich das Immunsystem wird auch geschwächt. Und dann schreibt er hier auch weiter, dass Weizenmehl nicht gut wäre und dass die Omega-6-Fettsäuren dann nicht gut sind, auch für den Darm und so weiter. Und dass es dann an sekundären Pflanzenwirkstoffen auch fehlt.
und so weiter und so fort. Und dass dies dann auch so ein Bild hier, was wir hier sehen, ja, auch wirklich für Pilze auch eine gute Voraussetzung darstellt. Gell? Ist auch nochmal wichtig hier. Diese Geschichten hier. Das ist wirklich ein ganz großes Problem. Und der Darm wird dann auch alkalischer. Und dann kann die Eiweißverdauung, da fällt dann Ammoniak ein, schreibt er auch noch hier. Und das kann dann nicht mehr mit dem Stuhl entsorgt werden, sondern muss aufwendig über die Leber und über die Nieren ausgeschieden werden und so weiter. Das hier sind Bilder, die sehe ich ganz häufig seit vielen, vielen Jahren in meiner Praxis. Und darauf möchte ich hinweisen, dass bitte eventuell hier was gemacht werden sollte. Du kannst deine Ernährung ändern, du kannst Milch, Gluten und Eier mal weglassen oder auch mal so ein Bild machen. Das ist ein Röhrchen Blut, kostet ungefähr 75 Euro, diese Untersuchung, die ich gerade gezeigt habe. Also das Leaky Gut-Syndrom. Ich habe hier auf diesem Kanal schon 3 Videos reingestellt über den Darm, wo ich das ganz genau erkläre. Kannst du dir auch noch gerne anschauen. Und dann möchte ich noch ganz kurz zeigen, aus dieser Fachzeitschrift, ACOM heißt diese Zeitschrift, Fachmagazin für angewandte Komplementärmedizin. Und das ist sehr schön, da habe ich einen Artikel geschrieben für die Zeitschrift Auswirkungen akuter und chronischer Infektionserkrankungen auf den Organismus und habe da auch hier meine Schaubilder reingebracht. Wollte ich es nur noch mal kurz in die Kamera zeigen. Übrigens habe ich mir eine neue Webcam bestellt, dass ich hier noch ein besseres Bild habe für dieses Format hier, wenn ich das auf Zoom jetzt gerade aufnehme. Finde ich eigentlich auch eine ganz gute Idee. Dann kann ich die Laborwerte noch besser zeigen. Gut, das war aber ein ganz kurzes Video. Der nächste Patient ist ja schon da. Und um den kümmere ich mich jetzt mal und sage in diesem Sinne alles Gute. Hier noch ein Bild vom Jakobsweg. Und ich wünsche viel Bewusstsein und Gesundheit allen Zuhörern und Zuschauern.